Ich habe zu Hause einen Wassersprudler von SodaStream stehen und ärgere mich immer über die teuren Kartuschen-Umtauschpreise bei DM und Rossmann. Die liegen so bei 8,50 oder 8,99. Ich glaube, 8,99 ist mittlerweile der Standardpreis. Und es gibt eine Alternative und die möchte ich natürlich mit euch teilen. Und zwar gibt es die Karte sodamap.de. Auf die kann man gehen, da bekommt man eine Google-Übersichtskarte. Und dann kann man sehen, wo die Umtauschstandorte sind und auch die günstigen Umtauschstandorte. Zum Beispiel hier der NKD für 6,99, was ja schon mal eine deutliche Ersparnis zu 8,99 wäre. Genau, diese Karte ist von Freiwilligen zusammengestellt. Also es sind auch natürlich die offiziellen Standorte teilweise drin für 8,99, hier Rossmann Drogeriemarkt. Das ist jetzt keine offizielle Karte, sondern die ist von Nutzern zusammengestellt. Und deshalb auch meine Bitte an euch, falls ihr zum Beispiel in Berlin wohnt, da ist noch gar nichts eingetragen, schaut doch mal, ob es eine günstige Umtauschmöglichkeit gibt und tragt die dann hier ein. Vielleicht wisst ihr ja sogar schon eine. Also Tipps sind immer Getränke Hoffmann in Berlin, die haben die vergünstigt. Die haben Soda Magic als Alternative. Es gibt NKD, der hat, habe ich ja vorhin schon gezeigt, hat die für 6,99 in der Regel. Wenn ihr wisst, wo man die bekommt, dann hier einfach auf Eintragen gehen. Dort gibt es ein Google-Formular und nach einer Viertelstunde erscheint dann der Standort auf der Karte. Dann noch ein paar Worte zum Umtausch möchte ich verlieren. Also ihr müsst keine Angst haben, dass ihr dann die Alternativen nicht mehr umtauschen könnt. Das ist sogar vom Bundeskartellamt mittlerweile geregelt. Also ihr könnt jetzt eine Original-Soda-Stream-Kartusche gegen eine Plagiat-Kartusche sozusagen umtauschen. Ist natürlich das gleiche CO2 drin, was soll auch anderes drin sein. Und die wiederum, die hat dann eine andere Banderole rum, ist aber die gleiche Kartusche, die könnt ihr dann aber auch wieder gegen eine Originale umtauschen. Das ist sogar vom Bundeskartellamt so festgelegt, dass das gehen muss. Habe ich auch schon mehrfach gemacht und hatte auch nie Probleme, weder beim Drogeriemarkt, noch beim Rewe, noch sonst wo.